Moin Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen weiteren Folge von Turmoil. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, Zombie muss gleich weg, damit wir aber heute auf jeden Fall noch das Ding hier reinschallern. Ich bin, glaube ich, auch fertig. Ich laufe los. Schon gehen wir los. Warte, ich muss hier einmal noch hier kurz einmal rein. Nein, ich was? Boah, hätte auch noch Hallo gewusst, Leute. Aber ja, okay, ich lauf los. Meiner ist, ich bin drin. Zack, zack, zack. Weil wir müssen jetzt kurz noch mal ein Level spielen, damit wir so hoffentlich abspeichern können. Deswegen ist das jetzt hier kurz ein kleiner Turmoil Speedrun. Zack, ich platziere einmal eine Wünsche guten Als nächstes wird eine kleine Ölplattform platziert. Die Wünsche. Dann scannen wir hier einen rein. Ja, da ist eine. Oh, doch, da ist eine Kante. Ja, warte, aber dann gehen wir vielleicht einfach hier in die Mitte. Und dann. Ah, ja. Oh mein Gott, habe ich eine riesen Ölquelle. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. So, jetzt hab ich endlich Geld. Dann einmal runter. Oh ja, die sieht aber auch dick aus. Dick und saftig. So, was hast du hier noch? Du hast hier nichts. Ich pump zu schnell Öl. Heul du. Ja, tue ich. Ah. Ja, warte, es ist ja was anderes, weil er meinte das ja hier gar nicht. Ah, hier oben ist noch was. Ja, dann geh doch mal da ran. Sammelt jetzt noch mal eifrig. Damit Papa Paluden hier noch mal ein bisschen was. Oh, hier ist viel. Oh mein Gott. Oh ja, das glaube ich was Dickes. Ja, geht auf jeden Fall gut durch. Ah, da unten ist noch was. Da gehen wir ran. Sehr gut. Ah, Preise sind lumpig. Sind die gerade bei euch auch so lumpig? Nee, geht gerade noch tatsächlich. Okay. Gab schon Schlimmeres. Ich sollte jetzt eigentlich nicht so viel Gas geben. Ah, und hier ist auch noch ein kleiner. So, der ist jetzt auch verschwunden. Was sagen die anderen? Oh, nee, ab nach links. Oh ja, jetzt muss ich auch sagen, sind die Preise gerade mehr als saftig. Aber ich glaube, ich habe ein richtig räudiges Feld diesmal. Dann lass uns mal hier rüber. Vor allen Dingen muss ich mich ein bisschen beeilen. Ich krieg das Ding doch gar nicht leer. Es ist September. Da müssen wir mal kurz mit vereinten Kräften rangehen. Damit das auch noch leer wird. Ah, okay, jetzt wird es gut leer gelutscht. Ist alles leer. Dann raus. Zack. Level anhalten. Ja. Junge, Paluten, wie schnell bist du? Fertig, erster! Ja. Turmoil Weltmeister einfach. Ja, Speedrun. Ich wusste ja, worum es geht. Zombie. Ja, ich beeile mich. Muss zum Doktor. Er muss zum Archäologen. Zum Archäologen? Ja. Also ich glaube, du hast ein bisschen zu sehr beeilt, Paluten. Ja, das Gefühl habe ich auch. Ich hab Speedrun gemacht. Ich wusste ja, worum es geht. So, nochmal zwei Wünschelrouten aufstellen. Ah, so, aber ich kann ja dann schon mal Landauktionen und so weiter machen. Ich kann schon mal wieder sagen, Paletto hatte eine 35, Maudado 38, Zombie 36 und Ricardo 36. Wie viel Geld kann man haben? Du lachst, aber du weißt, dass ich recht habe. Warum? Hey, ich hab doch eine 36, du hast eine 38. Junge, das sind zwei Punkte. Junge, uns beiden geht's ja so schlecht. Da sollte mal jemand was machen. So, hier bestätige ich. Ja, pumpt das Kacköl da raus. Ich weiß nicht, wie viel da drin ist, aber es dauert echt ewig. Fertig. Verkauft. Verkaufen. Nein, nicht mehr verkaufen. Palut, schon wieder so viel Geld. Oh mein Gott. Warum siehst du denn schon wieder, wie viel Geld ich will? Warum siehst du... Nach der Runde sehe ich halt immer, wie viel du gesamt hast. Ah. Verkaufen. Ja, bei mir, ich sehe, dass du 5000 hast. Okay, ich habe, glaube ich, alles. Ich bin auch fertig. Verpackung, okay. Zack. So, ich hab auch geboten. Ich bin halt eskaliert. Ich habe richtig viel geboten. Okay, oh, diese Runde, ja, habt ihr ja viel mehr Kohle gemacht. Also, ui. Die Runde war furchtbar, okay, obwohl die Preise eigentlich in Ordnung waren. Ricardo. Oh, Paletto hat geklaut. Ah, Ricardo, was ist denn? Ja. Hallo, okay, wir gehen da rüber. So, und jetzt? Komm, bitte. Ja, ich hab. Oh, 30.000! Ja, ich musste einfach diesmal. All mein Geld. Ich hab einfach All-In gedrückt. ich brauchte die Prozente. Sehr gut. 20%. So, jetzt kriegen wir mal hier. Speedrunde? Wollen wir noch ganz schnell? Nee, ich dachte, wir müssen. Müssen wir noch das eine? Das Gebiet ist noch nicht abgeschlossen. Jetzt erst nach der Runde. Ach so. Ja, gerne Speedrun. Achso, ja, ich mach zum Menü zurückkehren. Ja, ein Level spielen. Bist du sicher, dass du auswählen? Du musst Level, noch ein Level spielen. Vielleicht speichere ich jetzt einfach nach jeder Runde, aber wir müssen speeden einfach. Okay, ich bin bereit. Okay, wir speeden, okay. Bam, bam, bam. Du machst hinne. Ich finde, du warst. Ja, vor allen Dingen ist der bei mir gerade der Preis bei dem einen so richtig juicy. Na, jetzt nicht mehr, okay. Na ja, hier.
Ochsen auch. Zack. Oh ja, oh! Oh, ich hatte beinahe einen ganz dicken Fehler gemacht. Hab mir keine Pferde gekauft. Ja, wir brauchen schon Pferde. Ja, Pferde sind overrated. Pferdeschmerde. Ja, oh, jetzt sind die Preise kacke, oder wie? So, wir brauchen mehr Öl. Das muss jetzt trotzdem noch ein gutes, saftiges Öllevel sein. Papa Paletto hat wieder sich am Aktienhandel ein bisschen verspekuliert. Mann, hier ist doch eine Bau... Ah, doch, hier sehe ich es doch. Hier an der Kante. Ach, das ist Gas! Ach, Junge, was für ein Scam. Und dann ist hier drüben ja alles noch viel leckerer. Ah, hier ganz unten, Junge. Okay, du hast noch was gefunden. Du sagst, hier unten ist noch was. Oh ja, du hast recht. Geh da ran. Schnapp dir die Beute. So, noch mal zwei. Und wenn die jetzt nichts mehr finden, dann habe ich hier eigentlich schon alles durch. So, hier geht der Preis hoch. Schnappen wir uns. Da geht der Preis vor allem gleich wieder runter. Switch. Und meine Wünschelrouten-Leute finden absolut nichts mehr. Schade eigentlich. Ist auch alles schon leer. Wie schnell du mit den Wünschelrouten-Leuten bist. Ich bin viel zu langsam mit denen. Ich setze die immer viel zu selten. Nee, ich baller die schon immer ganz gerne. Die kosten ja nur 100. Also das ist ja wirklich... Am Ende des Tages macht das kaum Unterschied. Ich bin jetzt auch fertig. Ich hatte gerade nur drei Ölquellen. Der Winter steht vor der Tür. Wir ziehen in das Schneegebiet um. Dort liegen kleinere Gasvorkommen, aber es gibt die Möglichkeit, sie zu vergrößern. Ja, da gibt es jetzt auch Lava. Los geht's mit der Auktion. Ja. Ah, ja. Ich bin hier. Bum, bim, bam, bi. Hauen die Wünschelrouten-Leute irgendwann ab, einfach wenn sie nichts finden? Ja, wenn sie nichts mehr finden, dann hauen sie einfach ab ohne... Also das heißt, es gibt dann auch nichts mehr? Garantiert? Ja, im Normalfall schon, ja. Wenn sie halt weit genug nach unten scannen können. Ja, ich werfe nochmal ein bisschen Geld einfach auf die Map und scanne einfach so ein paar Löcher unten und schau mal, ob da wirklich alles leer ist. Weil ich hatte jetzt nur drei Ölquellen auf meiner Map. Aktienoption. Ja, eigentlich muss ich da jetzt bienen. Ja, mach doch. Ja, okay, dann mache ich das. Wer da am meisten verdient? Alter, was? Jawohl. 35 und 33? Ich habe echt wenig geguckt auszugeben dieses Mal. So, die nächsten Dinger werden vergeben. Ich habe einfach die zweite Reihe komplett durchgeklickt. Was, Maudado? Ach komm! Ja, was? Ich bin gerade noch bei den Feldern. Oh mein Gott. Jawohl, 10% für Maudado. Ja, das ist ein wildes Rennen. 20, 10, 13, 21. Also hier ist noch nichts entschieden. So, Zombie, du bist verabschiedet. Ich bin verabschiedet, vielen Dank. Ich drücke jetzt auf die Tür oben und zum Menü. Und bist du sicher, dass du aussteigen willst? Du musst noch ein Level spielen. Ja, das ist... Also, ja, das ist wahrscheinlich, wie gesagt, die Felder, die wir... Naja, aber ich sehe hier das Runde 9. Ich habe das... Also das Game ist bei mir hier gespeichert. Ja, aber vielleicht ist es einfach nur, weil die Lobby offen ist mit euch. Ich keine Ahnung. Ich hoffe einfach mal, dass es gespeichert ist. Ich hoffe auch. Ansonsten, ich hatte 13%. Ich habe gewonnen. Danke. Ricardo hat gewonnen. Ja. Oh, scheiß Ricardo, Alter. Hey Leute, ich bin gerade in Österreich. Ich habe ein kleines Skitrainings-Bootcamp zusammen mit Marius Quast. Der bringt mir ein bisschen Skifahren bei. Und das Problem ist, ich habe die Facecam verbummelt. Der Rest der Folge ohne Facecam, es tut mir leid. Trotzdem viel Spaß. Leute, wir sind wieder da. Ein Tag ist vergangen, aber wir sind bereiter denn je. Habt ihr alles gekauft, was ihr braucht, oder? Ich bin so bereit, ja. Ich guck kurz, ob ich hier noch was kaufen kann. Hier, Wärme ist neu. Oh, das könnte natürlich... Oh, das kaufe ich noch. Okay, jetzt. Brauche ich das? Ich kann mir das nicht leisten. Nehme ich einen Kredit auf? Ich geh rein. Ich geh rein, so. Ich geh rein. Einfach mal Kredit aufnehmen. Dann gucken wir doch mal. Aber jetzt ist es hier kalt, Paluten. Ja, das ist doch gemütlich. Wenn ihr das Video seht, könnte es sein, dass ich gerade am Skifahren bin. Schreibt in die Kommentare, ob euch kalt ist. Jeder ein Like da lassen, dem schon mal im Leben kalt war. Bist du im Juni Skifahren? Nein, die kommen früher, die Videos. Ich wollte eigentlich damit sagen, dass wir gerade im Juni aufnehmen, aber... Oh, das wäre auch gut. Später Upload ist auch eine gute Option. Nee, wir werden... Okay, ich habe sie wieder 300 Dollar ausgegeben, ohne dass ich es wollte, weil ich gedrückt halten muss. Ja, sorry, das ist jetzt diesmal deine Schuld. Ja. So, ich will jetzt hier direkt mal gucken. Ja, komm, ihr kriegt hier und dann kommt der Scanner, geht rein. Oh, ja, da ist was. Einmal ran an die Quelle. Du hast angeblich hier noch was, ne? Oh ja! Oh, das ist ja ein ganz großer Leckerschmecker, was hier rauskommt. Oh ja. Oh, Paletto ist hier, glaube ich, auf eine Goldader gestoßen.
Dann müsst ihr euch gefasst machen. Kann ich mir ein bisschen Reichtum von dir leihen? Gnade. Mein unfassbarer Ölreichtum wird eure ekelhaften Unternehmen zerstören. Die Paluten KKG. Was bedeutet eigentlich KKG? Es gibt die Weihnachtsmann KKG. Gute Frage. So, neue Wünschelruben, Leute. Kommentare erklärt mal. Oh, die haben alle was. Mir läuft gar nicht. Du weißt nicht, was ernsthaft? Paluten ist das einfach ein schlechtes Ich muss sagen. Ich hab wirklich, also bei mir ist geisteskrank. Ich weiß nicht, ob es geisteskrank ist, aber es ist zumindest nicht schlecht. Das Problem ist bei mir nur aktuell, dass meine Preise ein bisschen schlecht sind. Das ist das Einzige, was bei mir gerade ein bisschen sauer aufstößt. Ja, kann ich verstehen. Bei mir nämlich nicht besser. Ich bin sauer. Ich liebe 60 Cent für mein Öl zu bekommen. Hier, der sagt hier irgendwas an und er hat hier auch noch was. Ich hab kein Öl mehr. Was habe ich mit dem Grundstück? Hey, ich schicke hier nochmal Leute durch. Aber eigentlich habe ich schon zwei, die mitgefunden hatten. So, jetzt muss das gleich ganz schnell gehen. Aber wo ist denn hier? Der da wobbelt jemand. Und er hier auch. Aber hier ist ja der Fakt. Ah, da ganz unten, Junge. Übertreib einfach. Jo, kann ich mir nicht mal leisten. Und die Preise nochmal hochgehen vielleicht? Ja, das ist auch die ganze Zeit mein Gedanke. Weil ich bin bei null. Null? Also, ja, jetzt kommt ein bisschen Geld rein, aber... Oh. Ah ja, so ist besser. Irgendwie, ich bin fertig. Was will man machen? Legit, es gab eine Mini-Quelle und zwei große. Oh, da drunter ist noch was. Dann durch den Fels bohren. Oh ja. Sehr gut. Leitung wird erhöht. Hier werden wir mal schauen, wie viel Öl da noch drin ist. Ja, ist fast leer. Und die Wünschelrouten-Boys, die finden auch nichts mehr. Oh, rechts ist ja viel besserer Preis. Ah, Mist. Okay, so, jetzt muss Geld verdient werden. Jetzt muss hier mal geguckt werden. Wie schaut's hier aus? Ja, ein bisschen ist noch drin. Aber es hat auch keiner meiner Wünschelrouten-Boys ist mehr am Start. Oh Gott. Preise sinken. Ja, also ich habe jetzt auch nicht so viel mehr als sonst. Ja, jetzt ist auch alles versiegt. Und ich bin fertig. Ich wünschte, ich wäre so schnell wie Paluten. Perfekt. Ja, war. Ja, Ölaustritt ist halt nervig. Okidoki. Landauktion. Oh ja. Paletto hatte eine 34. Maudado. Ich hatte richtig schlecht, die roten Links. 28. 28, Junge. Zombay 35. 35 war das? Ja, ja. Und Ricardo 39. Der Hacker. Wie viel hattest du? Ich hatte eine 34, Zombay eine 35 und Ricardo eine 39. Ich bin pleite. Ich kann nicht mal bieten beim nächsten Mal. Ja, ich glaube, das nächste geht an Paluten, habe ich so das Gefühl. Ja, weil fahren. Geld wird mir hier auch nicht gegönnt, muss ich sagen. Ich habe nur hier sehr viele verzweifelte Pferde. Wie bei Zombies Profilbild auch so ein Batzen Geld vor. Ja, das dachte ich mir auch. Habe ich extra ausgewählt. Ja, zum richtiger Pferderbatzen. Ich glaube, Alaska ist echt nicht geil. Oder wo auch immer wir bohren. Ich hatte halt einfach, bei mir gab es halt kein Öl, also deswegen war ich so schnell. Ja, und weil du zu viel Geld ausgibst. Maudado, also sorry. Bruder, oh mein Gott, guck dir mein Grundstück Ölfleck an und bewert das mal. Das alles, der Boden ist weich, der sinkt ab, man muss ihn befestigen, die Straße liegt hier richtig. Oh, ich sehe hier nur, nee, ich sehe hier bei Maudado sehe ich Ölpest, am meisten Öl verschüttet. Hä, wo, ich krieg die Zusammenfassung nicht. Nee, die ist auch die alte. Ach so, okay. Ja, 36! 36, der Pfennigfuchser! Oh, oi, oi, oi. Lokazelle. Ölpest. Okay. Wer gewinnt die Aktie? Yeah! 12%, let's go! Okay, Zombie wird natürlich dann gefährlich. Ich musste viel ausgeben. Scheiße! Ja, du hast aber schon viel mehr. Du hast schon 32%. Es wird so schwer, das noch zu überbieten. Sehr gut. Ich glaube, wie funktioniert das überhaupt? Wir sind vier Leute. Und es sieht nicht so aus, als würde jemand 50% erreichen. Ja, aber wer am meisten halt hat am Ende. Naja, ich glaube, das ist irgendwie so, dass am Ende fliegt dann einer raus und dessen Prozente werden noch werden auf die anderen aufgeteilt. Irgendwie so ganz komisch ist das. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Leute, das war's mit einer weiteren Folge von Tomoy. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schaut unbedingt bei Zombie und Mordado vorbei. Beide ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann habt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.